Ich bin's, Rockstar Ava. Und Leute, ist so crazy. Das schmeckt wirklich nach Hamburger. Wenn Leute mich fragen, wer mein Celebrity Crush ist. Schreck. Hallo Leute, ich bin Ava. Willkommen bei Alles Ava. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viele Nachrichten ich immer bekomme. So, Ava, bitte zeig uns mal deine Zimmer. Also keine Sorge, Leute. Heute mache ich das. Aber bevor wir anfangen, haben wir erstmal ein Challenge für euch. Schafft es in 3 Sekunden, meinen Kanal zu finden und das Video zu liken. 1, 2, 3. Wenn ich es geschafft habe, schreibt mal Zimmer in die Kommentare. Und jetzt will ich noch mal kurz erklären, ich werde das nur so oberflächlich machen. Also ich werde nicht jede Schublade aufreißen. Ich habe gefühlt schon so tausende Videos gemacht, wo ich alles so richtig genau zeige. Die verlinke ich euch übrigens in der Infobox. Und nochmal Disclaimer, ich will nicht angeben. Ich habe nur so viele Zimmer, weil die halt übrig waren und wegen YouTube. Merkt euch das? Merkt? Okay, jetzt schon gar nicht. Also ich stehe hier gerade im Flur. Da drüben ist die Treppe, da geht's hoch. Ich zeige euch jetzt erstmal, wie das hier so aussieht. Da ist die Sauna von meinem Papa. Da gehen wir nicht rein, weil die ist ein bisschen unordentlich. Da drüben geht's zum Gymroom und zu der Waschküche. Da drüben ist das Filmstudio und das Anteilzimmer. Und hier ist mein Wohnzimmer, Schlafzimmer und Badezimmer. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit meinem Ankleidezimmer an. Okay, willkommen. Ich habe jetzt alle Lichter angemacht. Hallihallo, da bin ich. Und wir haben so eine kleine Glastür. Die ist ein bisschen nutzlos, aber ich liebe die so sehr. Ich finde die irgendwie so cool. Ich mache kurz mal einen Schwenker, da könnt ihr das alles so gut sehen. Mir ist gerade eingefallen, ganz viele Leute fragen mich mal, Ava, was sind deine Lieblingskleiderstücke? Also zeige ich die mal. Okay, diese zwei Tops. Die habe ich gefühlt immer an. Und noch diese zwei T-Shirts. Letztens bin ich mit so T-Shirts einfach obsessed. Die habe ich gefühlt immer an. Nur, weil am Montag mein Gips abgekommen ist. Ich habe nämlich meinen Arm gebrochen. Und da konnte ich keine T-Shirts anziehen. Ich feiere das jetzt einfach so sehr, die wieder anzuziehen. Da ist noch mein Lieblingskleid. Das Einzige, was mich nervt, immer um hier dran zu kommen, muss ich auf so einem Hocker stehen. Ist ein bisschen doof. Übrigens ist der Schrank von Ikea. Und das ist das Kleid. Ich finde das so cute. Und das traurige Ding ist, es ist von so einem Laden namens Papaya. Und die liefern nicht nach Deutschland. Also das habe ich in Florida gekauft. Und es gibt es in Amerika. Das ist total gemein. Die hat nämlich so süße Sachen. Hier sind übrigens meine Ohrringe. Da sind all meine Ohrringe von meiner Indie-Phase. Ich musste die einfach alle behalten. Warte mal. So ein Skateboard. Ich weiß gar nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Frag mich nicht warum, aber damals habe ich einfach Pilze gefeiert. I don't know why. Ich fand die so eklig. Finde die immer noch so eklig. Hier drüben sind übrigens meine Ketten und Armbänder. Okay, das war jetzt mein Ankleidezimmer. Und eigentlich ist es jetzt nicht Teil von meinem Ankleidezimmer, aber hier sind meine Taschen. Okay, das Licht machen wir mal aus. Strom sparen. Aber nee, ist voll dunkel. Übrigens sind hier die Hänger von Amazon. Das sind meine Uggs, aber die sind von H&M. Ich liebe die so sehr. Frag mich nicht warum, aber mir ist gefühlt immer kalt. Also ziehe ich die auch im Sommer an. Ich habe sogar gerade Kuschelsocken an. Übrigens ist das kein Spiegel. Nein, nein. Das ist auch ein Schrank. Hier sind nämlich all meine Schuhe. Übrigens sind hier noch so ein paar Schulsachen. So, wir machen jetzt weiter mit dem Filmstudio. Hier drehe ich übrigens immer meine Gaming-Videos. Können wir einfach mal die Lichter und die Deko appreciaten? Ich finde die einfach so hübsch. Ich stelle hier mal meinen Koch- und Backbuch hin. Hier ist noch so ein bisschen Krimskramszeug und... Warte mal. Oh mein Gott. Warte mal. Ich war letztens bei McDonald's, habe ich mir so ein Happy Meal geholt. Habe dieses Spielzeug behalten. Okay. Ich stelle mir einfach mal wieder hin. Mein Red Flag ist, dass ich alles behalten muss. Das ist mein alter Schminktisch. Den habe ich schon so lange. Hier drüben ist Krabbe. Den muss ich auch behalten. Ich war früher mit diesem Kuscheltier einfach obsessed. Hier drüben sind noch ein paar Lichter und mein Stativ. Und da sind noch ganz viele Batterien. Und hier drüben ist mein Filmtisch. Hier habe ich noch das Stadtland Ava. Ich finde das einfach so cool. Lieben wir. Was? Ich glaube, ich habe euch noch nie wirklich meine Schränke gezeigt. Also, hier ist es jetzt nicht so organisiert, aber ich glaube, das könnt ihr sehen. Da ist einfach ganz viel Krimskramszeug und kurzer Spoiler. Beim Fotoshooting für mein neues Foto-Changes-Buch haben wir hier diese Bilder genutzt. Übrigens wird es im Herbst rausgebracht. Okay, schnell zu. Hier drüben sind die Jacken von mir und meinen Eltern. Und hier unten sind noch ein paar Sachen für Videos. Und fragt mich nicht, warum 300 Lotus-Kekse... Schmeckt mir also gut. Okay, ganz kurz Snackbreak. So, das war's jetzt mit dem Filmstudio und Ankleidezimmer. Und hier drüben ist meine Kleiderstange. Übrigens sind wir noch im Flur. Da hänge ich mal meine so Merch-Sachen hin. Wie zum Beispiel die Sachen aus meiner Sommerkollektion. Die gibt's auch übrigens wieder in meinem Shop. www.alselber.shop. Ihr wisst, was zu tun ist. Übrigens sind diese Shirts nicht von meinem Merch-Store. Also meine Mom hängt immer hier die Hemden von meinem Papa hin, wenn die noch gebügelt werden müssen. Und wenn ihr die unbedingt kaufen wollt, gibt es die übrigens in H&M. Boah, mein Papa ist aber auch wirklich richtig stylisch. Okay, jetzt sind wir in Flur Nummer 2. Ich habe hier alle Türen zugemacht. Soll ja natürlich auch noch ein bisschen spannend werden. Oh mein Gott, ich weiß noch. Mein Papa hat mir mal so Bilder von Etsy bestellt. Das sind so kleine Frösche. Oh mein Gott, love you, Dad. Also mein Vater ist nett und stylisch. Beste Kombi. So, wir machen jetzt erstmal mit dem Bad weiter. Ich glaube, ich habe euch noch nie so richtig mein Bad gezeigt. Also... Das ist jetzt interessant. Hallo, da bin ich. So, ich mache mal kurz einen Schwenker, da könnt ihr alles gut sehen. Hier drin ist meine Dusche, da ist mein Luffer von Bath &
Bad Body Works und dann noch ein paar Produkte. Bin mit dieser Badewanne einfach obsessed. Sie ist übrigens von Temu. Hier in den Schubladen sind so ein paar Hygieneprodukte. Und hier auch. Da oben sind noch zwei Body Scrubs. Und hier drüben sind noch so ein paar Haarprodukte. Okay, bye bye, Beth. Wir machen jetzt erstmal weiter. Ich liebe die Tür. Okay, jetzt bin ich mir nicht sicher. Wollen wir mit dem Wohnzimmer oder mit dem Schlafzimmer weitermachen? Wir machen den Schlafzimmer weiter. Willkommen! So, nochmal kurz einen Schwenker, da könnt ihr alles gut sehen. Okay, hier habe ich noch eine Kleiderstange. Das sind einfach ein paar Sachen, die ich so für Bilder anziehen will oder meine Lieblingsstücke, zum Beispiel dieses Set. Ich finde das so cute, das ist übrigens von Stradivarius. Und übrigens, können wir einfach mal über diese Corsets reden? Keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe, aber irgendwann mal habe ich so Jean-Corsets gekauft. Ob eine 12-Jährige das anziehen soll? Ja, da bin ich mir nicht sicher. Ich stelle mir einfach mal wieder zurück. Ich weiß, ich bin ein bisschen extra und organisiere mich richtig weird. Machen jetzt einfach mit dem Schminktisch weiter. Übrigens, ich habe schon eine richtig so genaue Schminktischtour gemacht. Die verlinke ich euch in der Infobox. Ich habe anscheinend vergessen, mein Wasser wegzurollen. Erfrischen. Ja, ich weiß, es ist nicht so ordentlich. Eigentlich wollte ich heute noch aufräumen, damit mein Zimmer noch so okay aussieht, aber das ignorieren wir einfach mal. Übrigens habe ich hier ganz viele so Skincare-Produkte reingepackt, weil das so meine Faves sind, die benutze ich immer und dann, oh mein Gott, sorry Kamera, und damit ich nicht vergesse, die zu nehmen, habe ich die einfach hier rein. Frag nicht warum, aber ich habe mir so einen Applikator für meine Vaseline gekauft, damit ich mich so fancy fühlen kann. So, warte mal. Sind jetzt 100% besser. Es fragen mich auch immer so viele, was mit meinem Skincare-Fridge ist. Eigentlich nur ein paar Serum, mein Face-Roller und ein Gua Sha. Ich weiß noch, ich habe dieses so Cozy Moments-Licht in, glaube ich, 2020 gekauft. Das war so Winter. Ich dachte, das Cozy passt total. Ist jetzt ein bisschen weird, das noch im Sommer stehen zu haben, aber egal. Ich habe jetzt gesagt, ich muss einfach alles behalten. Übrigens ist in diesem Schrank meine Face Masks und so Eyepatches und dann noch meine alte Make-up-Produkte. Übrigens fragt mich bitte nicht, warum ich hier eine Schildkröte und so ein Stressball drin habe. Das ist kein Make-up-Produkt. Ich weiß noch einmal, das habe ich auf TikTok gesehen, ich habe mir so ein Patch gekauft. Da steht Winnie Hutt Jr. General Manager. Keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe. Ich finde es einfach so cute. Und hier sind übrigens noch so ein paar Haarprodukte und viel zu viele Make-up-Sponges. Keine Ahnung, ob ich das auch geholt habe. Ich habe ein Problem. Kein Mensch soll jemals so viele Make-up-Sponges haben. So, wir machen jetzt hier weiter. Das ist mein Horrorstuhl. Der ist von Depot. Man kann sich nie richtig hinsetzen, weil schaut mal. Das geht hier hinten immer ab. Und hier liegt noch mein Kuscheltier Bubbles. Die könnt ihr übrigens in meinem Shop kaufen. Hier drüben ist meine Kommode. Die werde ich euch jetzt nicht so genau zeigen. In meiner Schminktisch- und Bedroom-Tour habe ich die nämlich schon aufgemacht. Also zeige ich euch einfach nur, was hier so draufsteht. Da hinten ist meine Alexa, die mich hasst. Ich muss ihr gefühlt immer alles 10-mal sagen. Da sind meine Parfums. Normalerweise nenne ich die immer so Parfums. Weil das sind die auch. Aber wenn ich mich so richtig fancy fühle, dann nenne ich die Parfums. Hier drüben ist noch meine LED-Lampe. Und hier drüben ist meine Sunset-Lampe. Ich liebe die so sehr. Ich habe gerade mal die Licht ausgemacht, damit ihr das so ein bisschen besser sehen könnt. Das ist einfach das perfekte Licht für Selfies. Das war noch von meiner Stranger Things-Ferse. Ich weiß noch, letztes Jahr hat mir mein Vater so ein Stranger Things-Buch gekauft. Und in einer Episode haben die halt so more so cold gesprochen. Deswegen gibt es halt dieses Ding. Ich glaube, das hatte auch Elfie auch. Ich wollte mir vornehmen, das auswendig zu lernen. Habe ich immer noch nicht. Hier ist mein Selfie-Spiegel und ich habe gerade gemerkt, dass ich vergessen habe, die Lichter wieder anzumachen. Oh mein Gott, das hat mich gerade so erschreckt. Ich habe dieses Ding abgemacht und es ist gerade runtergefallen. Oh mein Gott. Nicht nochmal. Hier drüben ist mein Nachttisch, habe ich ganz viel Krimskrams stehen und mein Lieblingsbuch. Und oh mein Gott, ich feiere das so. Schaut mal. Sieht aus wie so eine normale Pflanze, aber boom! Hand Sanitizer. In Bath & Body Works haben die nämlich so Schutzhüllen für Desinfektionsmittel. Hier drüben ist mein Bett und ja, ich habe vielleicht ein paar zu viele Kuscheltiere. Das sind meine Besties. Hier schäme ich mich jetzt so ein bisschen. Ich habe diesen Bilderrahmen gekauft, weil ich so Aesthetic Pinches Polaroid Bilder machen wollte. Ich habe noch keine gemacht und ich wollte ja so eine Schminktisch- und Schlafzimmertour machen. Da konnte man es ja natürlich sehen. Weil ich ja noch keine gemacht habe, wollte ich nicht, dass das so ganz empty aussieht. Also habe ich mir einfach schnell so Bilder geschnappt, hier hingehängt und bisher habe ich, glaube ich, ein Polaroid-Bild gemacht. Aus Versehen. Also ich bin mir ziemlich sicher, die werden dafür immer hängen. Okay, tschüss Schlafzimmer. Wir werden jetzt mit dem Wohnzimmer weitermachen. Erstmal willkommen und tada. So, ich glaube, wir fangen erstmal so hier in der Ecke an. Hier ist so ein bisschen Deko, meine Lieblingskerze und meine Snackschublade. Ich will die jetzt nicht zeigen, aber ich habe hier drei Pinkelsdosen. Und ich war mal beim Ikea und da habe ich mir so Kekse gekauft. Da ist noch ein Keks drin. Okay, ich muss jetzt weitermachen. Hier sind so ein paar Kabel und die Fernbedienung für meine LED-Lichter. Okay, das demonstriere ich mal. Schaut mal, gerade sind die pink, aber wow, jetzt ändern sie Farben. Also zum Beispiel, wenn ich die jetzt grün wollte oder oh, jetzt haben wir mal blau. So cool. Okay, ich habe außerdem diese ausgemacht. Und jetzt kriege ich die nicht mehr an. Meine Lieblingskombi ist, glaube ich, rot und blau. Einfach so 80-Vibes oder Polizei-Vibes. Hier ist mein Lieblingssessel. Da drüben ist mein Kaktus. Wir sind Besties.
Mein Hobby ist, Leuten zu erzählen, die noch nie in meinem Zimmer waren, dass der echte. Hier drüben ist noch meine Mini-Bücherei. Hier drüben habe ich so Workout-Würfel. Ich habe die mal gekauft und dachte, ich würde jeden Tag die so würfeln. Ich habe die noch nie genutzt. Und passend dazu habe ich hier neben ganz viele Süßigkeiten. Zum Geburtstag habe ich so asiatische Süßigkeiten-Kits bekommen. Im Prinzip bekommt man so ganz viel Pulver, das mischt man dann so mit Wasser. Und wenn ihr wisst, was für eine Sprache das ist, schreibt mir bitte in die Kommentare. Und Leute, ist so crazy. Das schmeckt wirklich nach Hamburger. Übrigens für die, die alle auf Amazon kaufen. Und bevor ihr fragt, der Schrank ist von Ikea. Hier drüben ist mein Mini-Fridge. Es fragen immer so viele, was hier drin ist. Capri-Sonne. Ich habe hier drin Fake und echte Capri-Sonne. Und überraschenderweise schmeckt die Fake viel besser. Und auch so ein Wackelpudding, der im März abgelaufen ist. Fragt mich nicht, warum ich den noch habe. Und den Mini-Fridge habe ich direkt bei Create bestellt. Hier drüben ist mein Schreibtisch. Die Regale sind übrigens alle von Ikea und haben hier so eine Platte draufgelegt. Und bevor ihr fragt, ist es nicht 1 Uhr. Die habe ich nur, weil die so aesthetic ist. Eigentlich funktioniert sie nicht so gut, weil wenn ich meinen Computer aufmache, kann man die schon gar nicht mehr sehen. Und können wir uns ganz kurz mal mein Lockscreen anschauen? Einfach wunderschön. Wenn Leute mich fragen, wer mein Celebrity Crush ist. Schreck. Hier in den Schubladen habe ich ganz viel so Kunstzeug. Zum Beispiel hier. Und hier so eine kleine Lampe. Da bin ich. Hallöchen. Dieser Mülleimer. Oh mein Gott, das ist einfach so cute. Übrigens sind hier alle Organisator und auch der Mülleimer von Amazon. Ein ganzes Lebensgefühl von Amazon. Hallo? Das sind so ein paar Sachen, die ich eigentlich wieder mit in mein Schlafzimmer bringen wollte, aber einfach vergessen habe. Übrigens ist das leider nicht das echte Dior Lip Oil, das ist einfach nur so ein Dupe. Hier habe ich auch so meine Lieblingsstifte. Man wird denken, das ist einfach Medizin, aber boom, ist ein Stift. Hier drin sind übrigens ganz viele Schulsachen und noch eine LED-Lampe von meinem Shop. Hier drüben ist meine Lieblingswand, die hat so lange gebraucht zum Dekorieren. Hallöchen, ich bin's wieder. Ich habe hier so eine Ukulele und mich fragen immer Leute, ob ich die spielen kann. Und dann ist es immer so weird, denen zu erklären, dass ich eigentlich nur als Deko hab. Ich bin's, Rockstar Ava. Ja, vielleicht ist es besser, wenn ich die nicht spiele. Hier drüben ist mein Plattenspieler. Hier drüben sind meine Platten. Die habe ich eigentlich alle von meinem Vater. Hier ist mein Lieblings-Taylor Swift-Album. Ich lieb's. In den Kissen ist eigentlich nur ganz viel Krimskramszeug. Und dann hier ist noch mein Hängesessel. Das ist meine Lieblingsdecke. Ich meine, schaut mal. Okay, Leute, ich kann nicht mehr filmen. Ich musste jetzt den ganzen Tag sitzen. Sorry. Hier ist meine Lieblingstasche. Die ist übrigens nicht von Prada, sondern von Etsy. Schreibt mal in die Kommis, ob ich mal zeigen soll, was in meiner Tasche ist. Und hier bin ich schon wieder. So, Leute, das war's jetzt und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ihr Lieben. Ciao.